Willkommen zu dem Kurs Einführung in Autodesk Maya. Ich bin Daniel. Ich arbeite Vollzeit als Senior R&D Development Manager. Das kann man sich so vorstellen wie ein Tech-Lead oder ein Software-Architekt und bin hauptsächlich spezialisiert auf Web-Technologien, also sowas wie TypeScript, React.js und all den lustigen Kram, der dazugehört. Aber ich habe auch bei der LMU studiert und habe meinen Medieninformatik-Master bei der LMU absolviert und habe da seitdem eigentlich einen Kurs über 3D-Animation gehalten an der Uni, den ich weiterhin halte und den ihr jetzt besucht. Du als Teilnehmer bist hoffentlich ein Bachelorstudent der Medieninformatik und möchtest das Modul Projektkompetenz Multimedia belegen. Das ist dieses 3-ECTS-Punkte-Modul. Dieser Kurs kann leider nicht für dieses vertiefende Themen der Medieninformatik angerechnet werden, weil das ein 6-ECTS-Punkte-Kurs ist. Was wollen wir hier eigentlich machen? Also die Ziele von dem Kurs sind zweierlei. Auf der einen Seite ist eben die Projektkompetenz. Das wird sowas wie Projektmanagement sein, damit ihr einfach so einen Eindruck bekommen könnt, wie ihr ein Projekt strukturieren könnt und dieses Projekt dann ultimativ umsetzen könnt. Das nächste große Projekt, was ihr dann angehen solltet, weswegen dieser Kurs im fünften Semester angelegt ist, ist natürlich eure Bachelorarbeit. Und ich hoffe, dass ihr zumindest die ein oder andere Idee vom Projektmanagement dann anwenden könnt für eure Bachelorarbeit. Genau, der andere Teil ist, wir werden eben diese Ideen vom Projektmanagement anwenden auf etwas, wo ihr noch keine Erfahrung oder wenig Erfahrung habt, eben ein 3D-Animationsprojekt durchzuführen. Und hierfür werden wir erstmal die Software anschauen, wie man eben Maya bedient und dann eben auch eingehen in die verschiedenen Schritte, wie wir von einem einfachen 3D-Modell es dann mit Materialien versehen, es animieren und dann ultimativ ausrendern, dass man danach eine fertige Animation zu sehen bekommt. So, nachdem wir jetzt natürlich diese lustige Situation haben, dass wir nicht mehr zusammensitzen können in einem Raum, habe ich mir jetzt Folgendes überlegt. Ich werde versuchen, die ganzen Vorlesungen auf YouTube hochzustellen, dass ihr sie einfach anschauen könnt, wann immer ihr wollt. Macht, glaube ich, mehr Sinn, als wenn ich das einmal in der Zoom-Konferenz kurz präsentiere und dann müsst ihr euch Notizen machen und dann ist es vorbei. Ich glaube, das ist dann einfacher, wenn man das eben so abtrennt. Das, was ich mir aber dann vorstelle, ist, dass wir aber trotzdem noch vielleicht so einen sozialen Austausch haben sollten über die Zoom-Konferenz, einfach nur zu sehen, um Unklarheiten im Material oder wenn ihr Fragen habt oder so, dass wir das einfach klären können. Die meisten Materialien jetzt über die Jahre auf meiner eigenen Website eben hochgestellt, in Textform, das heißt, das kann man auch nachverfolgen. Es kann jedoch sein, dass die Materialien an der einen oder anderen Stelle schon ein bisschen veraltet sind, weil wir immer die neueste Version von Maya hernehmen. Und naja, wie Software halt ist, es ändert sich halt alles immer relativ schnell. Natürlich könnt ihr mir jederzeit Fragen stellen per E-Mail. Und ich habe jetzt hier zu jedem Punkt optional hingeschrieben, weil ich denke, ihr habt das ganze Internet zur Verfügung und ihr könnt euch Materialien herholen von wo immer. Das ist mir relativ egal. Ich würde sogar euch auffordern, andere Quellen zu suchen und eben selber euch das Programm beibringen zu können. Mein Weg, es euch zu zeigen, ist eben nur einer. Vielleicht funktioniert der Weg für euch, vielleicht nicht. Genau, deswegen ist das alles sehr optional. Also ich möchte nicht, dass ihr jetzt sehr viel Zeit in meinen Kurs irgendwie rein investiert, wenn er euch nicht sehr viel bringt. Und genau, also macht das, was ihr für richtig hält. Das, was mir aber nicht optional ist, ist die Abgabe. Also wenn ihr die Punkte für diesen Kurs haben wollt, müsst ihr eine 3D-Animation anfertigen in Maya und müsst mir eben diese Quelldateien zeigen, und zeigen, dass es ihr gemacht habt. Und das andere ist,
Ich werde euch Feedback geben zur Abgabe und dieses Feedback ist nicht optional. Das soll ich sagen, naja, ich habe jetzt irgendwie gesagt, dass der Ball soll jetzt rot sein oder so. Und wenn ich sage, der Ball sollte rot sein, dann sollte er wahrscheinlich rot sein. Da kann man schon mit mir diskutieren, aber ich erwarte schon, dass das Feedback zur Abgabe dann auch umgesetzt wird. Das heißt, ihr könnt nicht vorstellen, dass ihr einfach, oh, es ist jetzt Deadline und es ist der letzte Tag, wo ich abgeben kann. Hier ist die Animation rübergeschmissen. Das wird wahrscheinlich nicht gehen, weil ich euch ein Feedback geben werde und das müsst ihr einarbeiten und dann habt ihr nochmal Zeit, bis zur finalen Abgabe dann dieses Feedback auch einzuarbeiten. Genau, dann kommen wir zur Abgabe. Die Abgabe ist eine fertige 3D-Animation oder ein einzelnes Bild. Die Animation, das war so, wie wir es in den letzten paar Jahren gemacht haben. Das mit dem Bild ist relativ neu. Der Unterschied zwischen den beiden ist, bei 3D-Animation ist der Fokus, dass ihr die gesamte Pipeline beherrscht. Bei dem einzelnen Bild müsst ihr mehr auf das Modellieren und Texturieren und Licht und so weiter müsst ihr achten. Der Aufwand für beides ist identisch. Also ihr müsst ein wirklich hochqualitatives Model haben für das Einzelbild. Für die 3D-Animation könnt ihr da ein bisschen sparen. Der Aufwand ist, naja, berechnet nach den ECTS-Punkten. Ein ECTS-Punkt ist üblicherweise 30 Stunden. Und daher, der Kurs sollte in etwa 90 Stunden Aufwand haben. Die Berechnung sollte eigentlich für jeden von euren Kursen sein, wie viel Zeit man da eininvestieren muss. Bei diesem Kurs ist es tatsächlich so, dass ihr diesen Zeitaufwand braucht. Tatsächlich haben in der Vergangenheit einige Studenten auch wesentlich mehr Zeit dafür in Anspruch genommen, einfach nur weil sie aus Eigeninteresse eine sehr schöne Animation machen wollten. Und da kann man eben sagen, gut, 90 Stunden ist eher niedrig angesetzt und ihr müsst wahrscheinlich so mit 90 bis 120, 150 Stunden rechnen. Genau, leider kann ich euch dann nicht mehr ECTS-Punkte geben, aber so ist halt das Kursstruktur in der Uni gemacht. Ja, die Abgabefrist ist die letzte Woche des Semesters, aber wie bereits vorher gesagt, ihr solltet eigentlich nicht an dem Tag abgeben, sondern ihr solltet davor schon einmal abgegeben haben und dann gibt es Feedback und dann gebt ihr nochmal ab. Genau. Gut. Was braucht ihr für diesen Kurs? Ihr braucht Stift und Papier und naja, jetzt treffen wir uns nicht, also wohl noch einen Scanner oder eine Kamera. Mit dem Stift und Papier solltet ihr tatsächlich eure Ideen für die Animation ein bisschen skizzieren und ein bisschen in Kontext bringen. Autodesk Maya braucht ihr natürlich und ihr braucht ein Videoschnittprogramm. Genau, da schlage ich jetzt vor DaVinci Resolve, falls ihr das noch nicht kennt. Das ist ein sehr nettes Programm, ist umsonst. Und ansonsten halt Premiere oder Photoshop. Das ist ausreichend, die Videotools, die in Photoshop drin sind. Genau, das war's. Dann, wenn es noch Fragen gibt, schreibt mir einfach eine E-Mail. Ja, dann freue ich mich auf den Kurs mit euch.